Wir sind terminlich auf einem guten Weg. Das Tagesziel für heute wird lauten, dass wir die Prospektpfeifen in der zweiten Reihe einsetzen werden, dass wir an der elektrischen Registereinschaltung weiterarbeiten werden und dass die restlichen pneumatischen Zusatzapparate noch angeschlossen werden. Wenn das geschafft ist, kann dann weiter intoniert werden, gestimmt werden. Also es läuft alles mit Überraschungen, aber auf einem guten Weg. Welcher Ton es ist und welche Frequenz genau wird angezeigt, ne? Herr Thalheimer aus Radolfzell ist eine große Hilfe für uns. Ich habe ihn gebeten, uns hier vor Ort mit zu unterstützen, die Prospektpfeifen, die sehr sensibel sind von der Bauart her, mit zu stabilisieren, Stellen, die einfach defekt waren, auszutauschen und grundlegend zu überarbeiten. Also für mich persönlich ist eben diese Orgel Krönung unserer Pfarrkirche nicht. Wir haben jetzt vor 2 Jahren 50-jähriges Jubiläum gefeiert und natürlich die Bestrebung, Orgel zu bekommen hier nach Ötztal-Bahnhof war immer da. Nicht, aber es ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, noch nicht finanzielle Sachen und dann auch andere Sachen. Und jetzt nach 15 Jahren, dass wir diese Orgel bekommen, natürlich ist die Freude sehr groß, weil eben das ist Abschluss dieses Bauwerkes, was man damals in 60er Jahren angefangen hat. Und jetzt natürlich die Freude ist groß, dass endlich zieht die Königin der Instrumente in unsere Pfarrkirche hinein. Wenn ich das erste Mal die Orgel dann in der Kirche, bei der vollen Kirche, und die wird an dem Tag sicher voll sein, wenn ich die Orgel dann klingen höre und weiß oder die Bestätigung habe, das war eine gute und eine tolle Entscheidung. Wir haben natürlich von Anfang an sehr viel Vertrauen gehabt, weil der Herr Rösel die Orgel ja in Innsbruck abgebaut hat. Und haben wir gesagt, ja, ist naheliegend, dass wir natürlich auch den aussuchen, der die Orgel dann bei uns aufstellen sollte. Wir können gut miteinander. Ich kann sagen, die Kooperation ist eigentlich sehr gut. Ja.